Hallo liebe Freunde von Delta 4 und herzlich willkommen vor allem liebe VW-Busfahrer und Fahrerinnen natürlich auch. Und heute habe ich ein besonderes Video. Heute stelle ich euch mal den Frontflügel, den wir als Delta 4 für den VW-Bus T6.1 vertreiben. Wir haben über den T6.1 schon mal ein Video gemacht, wo wir so das gesamte Auto, also einen größeren Umbau von vorne bis hinten vorgestellt haben. In unserer anderen Werkstatt, heute sind wir eine Werkstatt weiter von uns. Und ja, schaut euch das mal gerne an. Das ist so, glaube ich, auch ganz interessant für viele VW-Busfahrer, die ihren Bulli so ein bisschen auf Offroad trimmen wollen. Und ja, einfach mal zu dem Frontflügel ein paar Informationen. Also der Frontflügel ist gleich von vorne weg, weil es, glaube ich, so die meistgestellte Frage ist, 1000% legal. Also den müssen wir aufwendig prüfen lassen, damit wir den da ans Fahrzeug anbauen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel einen Fußgängeraufprall Test machen. Das heißt, wir müssen nachweisen, dass mit diesem Bügel ein Fußgänger im Falle eines Unfalls nicht mehr Schaden erfährt, als wenn dieser Bügel nicht montiert ist. Da können wir euch gerne mal ein Video reinschneiden. Ich hoffe, dass wir von genau dem Bügel ein Video haben, ansonsten halt von dem anderen Fahrzeug. Das schneiden wir jetzt euch gleich mal rein. Ja, also wie ihr seht, haben wir das bestanden, sonst hätten wir den Bügel nicht anbauen dürfen. Wenn man den Bügel dann ans Fahrzeug anbaut, was relativ unkompliziert ist. Ich würde mal so ein bis zwei Stunden rechnen. Kann im Endeffekt jeder, der ein bisschen begabt ist, ans Fahrzeug anbauen. Mir empfehle ich natürlich eher die Montage in der Werkstatt. Ja, wenn dann angebaut ist, dann bekommt man noch so ein extra Heft. Das ist ein EEG-Gutachten, das liefern wir immer mit zu jedem Bügel. Und da steht dann eine besondere Nummer drin, die auch auf dem Bügel steht. Und im Falle einer Kontrolle wird dann die Nummer abgeglichen, ob die Nummer stimmt. Und nachdem die dann stimmt, darf man dann, sobald alles andere passt, bei der Kontrolle auch weiterfahren. Das vorneweg, also macht euch da keine Sorgen, das ist kein, das ist, was sagen viele Bullenfänger oder so, das war mal. Im Endeffekt ist jetzt das Maximale, was man noch hinbauen darf, aber ich denke, das sieht auch vor allem beim VW-Bus wirklich mega, mega, mega aus und ja, haben wir für den T5 schon gehabt, für den T6 schon gehabt und auch für den T6.1 jetzt einen neuen Bügel. Nachdem das alles verschiedene Modellreihen sind, mussten wir immer neue Bügel machen. Darum jetzt auch für den T6.1 ein neuer Bügel. Also der passt auch wirklich nur auf den T6.1. Kann man auch nichts hindeichseln und so weiter. Das halt einfach vom Gutachten dann nicht stimmt und man dann einfach nicht mehr legal unterwegs ist. Also das vorneweg. Der Bügel ist passend für jeden VW-Bus T6.1, egal ob Transporter, egal ob Multivan. Das ACC läuft auch immer weiter, müsst ihr euch keine Sorgen haben. Also der Abstandshalter läuft komplett weiter. Das Einzige, was man wissen muss, was auch ein kleiner Nachteil ist bei dem Bügel, die beiden vorderen PTC-Sensoren in der Mitte, die müssten abgeklebt werden, weil sonst kann es halt sein, dass dann, wenn man einpackt oder so, dass der dann piept, obwohl jetzt gar nichts ist. Das muss halt einfach wissen. Also die würde ich auf jeden Fall draufkleben, aber ist im Endeffekt auch kein Beinbruch, weil halt die linken und die rechten äußeren Sensoren einfach weiterlaufen. Also im Endeffekt hat man wirklich keinen großen Nachteil und ich denke, damit kann man auch leben. Die Bügel gibt es von der Farbe her in zwei verschiedenen Ausführungen. Hier jetzt in Edelstahl mit schwarz-matter Pulverbeschichtung. Ansonsten gibt es dann auch in poliertem Edelstahl für alle, die es ein bisschen für die Kraner mögen. Also viele VW-Bus T6.1 haben ja so Art Chrom-Effekte, Das passt, glaube ich, auch ganz gut. Aber zu der Farbe, finde ich, passt jetzt zum Beispiel der schwarze Bügel auch mega. Was bei unserem Bügel noch so Alleinstellungsmerkmal, weiß ich jetzt nicht, aber darum vertrauen viele auf unseren Bügeln ist, dass die extra Einlässe oder Gewindeeinlässe haben für Scheinwerferhalter, wo man dann im Endeffekt auch Scheinwerfer natürlich montieren kann. Das haben wir jetzt hier bei dem Bügel einmal hängen, also wenn man die Bügel hängend montieren will, und einmal an der Seite. Das heißt, kann man einfach irgendwelche Scheinwerferhalter, zum Beispiel von uns, montieren und die Scheinwerfer zum Beispiel von Pia, die wir vertreiben, montieren. Ist dann zum Beispiel auch, wenn die Scheinwerfer wie bei Pia eine E-Kennung haben, auch komplett legal. Das heißt, man kann da sogar Scheinwerfer hinbauen, die als extra Licht koppeln oder sogar als Fernscheinwerfer kann man die einfach montieren und selbst dann ist es immer noch eintragungsfrei. Also wirklich eine tolle Sache. Und ansonsten, ich glaube, designtechnisch muss ich da jetzt nicht viel zu sagen. Der ist, glaube ich, komplett gelungen. Wir haben auch das Delta-Logo eingraviert, das heißt, ohne extra Aufkleber, sieht, glaube ich, wirklich edel aus, ist er auch. Und falls ihr da noch mehr Fragen habt, schreibt uns da gerne, ruft uns an. Wir haben jetzt in unserem Shop sogar einen
Live-Chat. Also wir sind, glaube ich, jetzt wirklich überall erreichbar. Und wir helfen euch natürlich immer gerne weiter. Und ja, könnt auch zu uns kommen zum Einbau. Wir montieren euch die natürlich auch. Und ja, ansonsten stay tuned und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.